Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist euer Zocker Andi. Wir spielen heute Dino Rage Defense. So Leute, wir probieren das jetzt nochmal. Das werden wir doch. Hoppala, jetzt haben wir gedrückt. Das werden wir doch hinkriegen. Hier den ersten. Oder ich überlege gerade, Leute, nehmen wir vielleicht einen. Diesen günstigeren Tower hier. Weil dann können wir hier gleich einen zweiten nehmen. Machen wir es mal so. Wir nehmen das hier. Das wird auch helfen. Machen wir mal eine neue Taktik. So. Ihr kriegt hier Gift. Damit ihr gleich wisst, wo es lang geht. Und wir können uns Tower leisten. Sehr schön, sehr schön. So, das werden wir hier nehmen. Zack. Ja, dann können wir uns gleich noch einen Tower leisten. Und noch einen Tower. Vielleicht sollten wir das auch da freischalten. Irgendwie müssen wir ja vorwärts kommen, Leute. Und das werden wir auch. Wir werden hier so einen Tower machen. Und den dann ordentlich natürlich gleich aufrüsten. Er hat Range und alles, was wir brauchen. Also das wird schon helfen. So, wir werden das da runterlassen. Das werden wir so machen. Er hat eine wunderbare Range, den upgraden wir auch gleich. So, jetzt bitte die hier, nicht dass die nur durchkommen. Jetzt auf den da. Die, genau, dass die großen hier platt gemacht werden. Und wir können den upgraden. Jetzt hat er eine super Range. So geht's vielleicht besser, Leute. Vielleicht kommen wir so vorwärts. Welle 3. Welle 3. Dieser hier. Hier will ich einen Raketentower haben. Beziehungsweise die zwei könnte man Raketentower nehmen. Hier werden wir nur normale nehmen. Hier ebenso einen normalen. Wenn wir Gift hin, sicher, sicher. So, jetzt brauchen wir ein Turbo, sonst geht das hier nicht gut aus. Da müssen wir alles, was wir haben, benutzen, weil sonst geht man da zu viel durch. Oh, wir haben es geschafft, dass nur einer durchgeht. Nice, nice, Leute. Das war eine knappe Sache. Das war wirklich eine knappe Sache. Hier ein Raketentower, weil der soll richtig reinhauen. Wir werden auch was für Geld nehmen, und zwar hier hinten diesen hier. Der soll uns Moos produzieren. Und er kriegt dann dieses Upgrade. Dann kann er die wieder zurück am Anfang. Das ist zwar am Anfang, aber trotzdem. Der produziert uns jetzt schön Kohle. Ich glaube 20 immer. Bin mir jetzt nicht sicher. Jawohl, 20. Also damit kann man schon was anfangen. Die werden wir mal einfrieren. So, wir brauchen das hier, dass wir hier mal aufräumen können. Hammer, Hammer, Hammer. Leute, Hammer. So, jetzt machen wir's. Zack. Das hat geholfen. Und wir werden den auf Max Upgrade hier. Hier werden wir den noch hin und den auch gleich upgraden. Wir brauchen hier Turbo sozusagen. Diese Heiler müssen einfach weg, die nerven. So. Den können wir auch upgraden. Hier lassen wir noch was runter. Wir brauchen jetzt alles, was wir haben, dass wir die aufhalten. Es läuft, es läuft. Es läuft, Leute. Es läuft zumindest besser wie immer. Oder wie die letzten Male. Wie sieht's mit dir aus? Die können wir auch upgraden. Hier wollten wir Artillerie haben, genauso wie hier. Dann nehmen wir mal eine Artillerie. Der fliegt immer am Anfang, der wird nie durch. Aber das Schöne ist, so kann man ein bisschen tricksen, indem der immer zurückgeworfen wird. Ja? Kann man die Abklingzeit von dem schnell runterlassen. Das heißt, ich schalte jetzt auf schnell. Ist so ein kleiner Trick. Es macht zwar nicht wirklich Schaden, aber es hilft. Und wir kriegen Knochen ohne Ende. Das ist vielleicht so ein kleiner Trick. Aber es funktioniert, Leute. Es funktioniert. Dann werden wir den hier upgraden, sodass wir auch was kriegen. Netter Trick.
wir das inzwischen auf ihm runterlassen hier. Das Damage macht. So, jetzt warten wir, bis wir genug Knochen haben. Das ist ein guter Trick, Leute. Der kommt nie vorwärts so. Aber das geht halt auch nur einmal. Jetzt müssen wir ihn irgendwann durchlassen, weil sonst wird das hier ewig dauern. So, dann werden wir den upgraden. Und den werde ich dann verkaufen, weil das führt zu nichts hier. Aber das sollte gehen dann, ne? Okay, haben wir genug Kohle für ihn da. Das können wir auch wieder runterlassen. Und upgrade. So, jetzt werden wir den verkaufen, weil sonst kommt da keiner mehr durch. Haben wir ja nice gemacht. Abklingzeit von allem ist unten, wir haben Tower. Also kleiner Trick 17, hat aber super funktioniert. So, Upgrade. Den markieren wir mal, wie viel hat denn der noch Leben, das wäre interessant. Aber nur einer ist bis jetzt durch und in Welle 4, das läuft. Nächste Wave, Leute, nächste Wave. Wo kommen sie jetzt? Ah, das sind diese Stachelschweine. Oh, wir brauchen... Oh, scheiße. Scheiße, da muss ich irgendwas verkaufen. Wir müssen den upgraden, und zwar aufs Max-Upgrade, sonst haben wir ein Problem. Ich werde das so machen. Wir brauchen jetzt Kohle. Das heißt, irgendwas müssen wir verkaufen. Verkaufen wir den da. Denn wir brauchen dieses Upgrade hier. Komm, mach ein Blatt. Vielleicht mit Gift wenigstens. Jawohl. So, wir brauchen wirklich dieses Upgrade. Ein bisschen Moos brauchen wir noch. Können wir mal aufhalten. Den müssen wir auch noch verkaufen. Ich brauche dieses Upgrade hier. Ich brauche unbedingt dieses Upgrade. Also funktioniert das nicht, Leute. Ich werde den noch verkaufen. Es reicht immer noch nicht. Oh, dann werden wir den auch noch verkaufen. So, jetzt aber. Auf den bitte. Oh, zu spät. Dann geh auf den. So, und jetzt auf die da. Wisst ihr was? Wir machen das anders. So, zack. Wir machen das anders. Hier nur ein Raketentower. Der kriegt auch das erste Upgrade. Da muss man Plan B machen, wenn es nicht anders geht. Also, wir werden das schon hinkriegen. So, hau in eine Rakete rein. Jawohl, das haut hin. Der kriegt ein Upgrade. Und wir brauchen unsere Tower hier wieder. So, nächste Wave. Wir sind in der 6er Wave. Da müssen wir uns... Oh, Tyrannosaurus, okay. Aber der geht einen schönen weiten Weg. Das läuft. Hier werden wir ordentlich was runterhauen. Das sollte auch hinhauen. Zack, Gift, Leute. Das haut wunderbar hin. So, den bitte fertig machen, weil der gibt mal ordentlich Kohle. So, stopp mal. Stopp. Du kriegst das Max-Upgrade. Hier brauchen wir wieder Tower. Weil ansonsten wird das ein bisschen schlecht. Hier können wir auch noch einen hin. Und dann geht's weiter. Die werden wir einfrieren hier. Und alle bitte auf Turbo arbeiten. So, das hat super funktioniert. So kommen wir vorwärts, Leute. So läuft es. Welle 6 ist es. Welle 6. Die haben wir gleich. Die lasse jetzt schön die Abklingzeit hier runter. Den können wir auch noch upgraden. Jetzt müsste es... Oh, es geht sich noch nicht aus. Geht schön die Abklingzeit hier runter, weil wir brauchen ein bisschen was ready. So, Upgrade und nächste Welle. Welle 7, Leute. Lassen wir das mal hier runter. Na, sonst kommt da nämlich zu viel auf uns zu. Die sind ungut. Die sind so ungut hier. Oh, diese Fliegenden. Oh, Leute. Welle 7 sind wir vorher auch drauf gegangen, glaube ich. Wir müssen ein bisschen upgraden hier. So, wir haben sehr viele Tower hier. Ich hoffe, das wird funktionieren. Wir können es nur
mit Gift ein bisschen arbeiten, da wird einiges durch. So, die Vögel müssen weg hier, komm auf die Vögel, Leute, ich markiere sie euch, so, zack, die sind wichtig, zack, einfrieren. Sieben können noch durch, wir sind in der letzten Wave, in der 8, da überraschenderweise leben wir noch. Ist wirklich schwierig, Leute, ist schwierig. Wir werden den jetzt auf Max Upgrade, den jetzt auf Max Upgrade und den jetzt als nächstes gleich auf Max Upgrade. Oh, das sollte hinhauen. Zack, wir machen das so, Trick 17. Max Upgrade, so. Hier machen wir nur so einen Raketentower. Brauchen wir nur ein bisschen Kohle. Es ist der letzte Level. Also da müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen. Oh, hier kann was runter. Alle Turbo rein, bitte. Du Max Upgrade. So, wir haben nur ein bisschen Kohle. Das werden wir raushauen, weil wozu aufheben? Es ist ja eh die letzte Runde. So, Max Upgrade, mein Kleiner. Jo, es läuft. Sie heilen sich zwar sehr viel, aber sie kriegen auch viel in die Fresse. Das Meerschweinchen beschleunigt die. Das ist schlecht. Ich nenne das jetzt mal Meerschweinchen. Diese Heiler sind schon lästig, aber es geht. Es geht. Wir nehmen jetzt hier Gift und dann ist spätestens Ruhe, Leute. Jetzt haben wir es geschafft. Endlich, endlich, endlich. Die letzte Wave mit einem Stern, aber wir haben es geschafft. Nice one. So. Die 20er haben wir. Jetzt als nächstes werden wir es auf normal versuchen, dann auf schwer. Das wird noch spannend, Leute, das wird noch spannend. Hier haben wir auch noch was. Eine andere Zeit. Wird auch interessant sein und wir sehen uns beim nächsten. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss.